Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, Eve möchte euch auch kurz Hallo sagen. Erstmal vorweg, ihr seht sicher, ich habe mich ein bisschen umgezogen. Ich habe geschaut, was ich alles so, naja, eher Japanisches hatte, aber ich habe irgendwie so gar nichts Japanisches bei mir im Kleiderschrank, ehrlich gesagt. Aber ich habe diese süßen Öhrchen gefunden, die fand ich ganz niedlich. Die wollte ich eigentlich rausgemacht haben, bevor ich die Aufnahme starte, aber jetzt sind sie doch drin und irgendwie, ich lasse die jetzt erstmal drin, würde ich sagen. Das einzige vielleicht noch halbwegs Japanische ist die Verzierung hier auf meinem Oberteil. Ich Ja, glaube, und hier die zu andere leben ist Sache, eine ihr seht wunderbare im Sache. Hintergrund, hinten links und hier rechts, seht ihr zwei Trophäen. Aktuell ist nämlich ein Event am Laufen. Da müssen wir diese Trophäen hier einsammeln. Und wenn wir Glück haben, kommen hier diese Erinnerungen raus. Oder in dem Fall war es jetzt keine Erinnerung. Ich dachte, wenn es Kugeln waren, sind es immer Erinnerungen. Schade. Also, wenn man Glück hat, kommen Erinnerungen raus. Wenn man Pech hat, wie man jetzt gerade gesehen hat, kommt keine Erinnerung raus. Hier kam jetzt auch keine raus. Jetzt bin ich ein wenig traurig, ehrlich gesagt. Weil die letzten zwei Male, wo ich das Ganze privat gemacht habe, weil ich einfach nur was gekauft habe und dann schnell wieder rausgegangen bin. Da hat es funktioniert und ich zeige euch mal genau den Ort, wo ich nämlich was gefunden hatte letztes Mal. Ich habe auch ein paar Bilder gemacht, die ich jetzt einfügen werde. So, und wir schauen direkt mal. Hier unten sehe ich schon mal ein neues. Bisher habe ich hier alle bekommen, aber das heißt ja nicht, dass wir die immer bekommen. Nee, anscheinend jetzt auch wieder nicht. Ich denke mal, dass das System hier so aufgestellt ist, dass man die ersten ein, zwei Male, wenn man hier rumläuft, tatsächlich Erinnerungsstücke bekommt. Und dann, damit man, ja, die Dinger grindet wahrscheinlich mal wieder. Wird man dann eine ganze Weile lang gar nichts bekommen. Hier ist übrigens die Tür, wo wir gleich noch hingehen werden, weil nämlich ein neues, ja, DLC draußen ist. Eine neue Erweiterung. Ah, einen Teil haben wir. Ihr seht schon, das Bild habe ich schon fast komplett und das innerhalb von 2 Tagen nur. Jetzt kam noch ein Teil dazu. Und ich habe einmal hier diese Torte mit der 13 drauf rausbekommen. Da habe ich dann, glaube ich, das hier mit erhalten. Das hier sagt mir jetzt gerade gar nichts. Nee, das sind andere Sachen. Das sind alte Sachen. Also das hier habe ich auf jeden Fall erhalten. Und das Bild hier kann man machen. Außerdem gibt es übrigens hier über Event wieder neue Aufgaben, die man machen kann. In dem Fall muss ich jetzt 30 Mal das Vergessen verbannen. Was auch immer das heißen mag. Ich gehe mal davon aus, dass wir die ach, wir nennen die sich jetzt diese Wurzeln, diese Nachtwurzeln, sage ich mal, dass wir die dann rausmachen müssen. Ich habe ja beim letzten Event schon eine Übersicht bei mir auf der Seite gemacht, auf dem Blog. Und ich denke mal, das werde ich jetzt hier auch machen, sofern ich es denn wirklich schaffen sollte, das Event mitzumachen. Also verzeiht mir, wenn ich es nicht hinkriege, weil ich habe absolut nicht so viel Zeit. Und jetzt kommen noch die Sommerferien dazwischen, wo ich ohnehin meistens schon so wenig Zeit habe. Und ja. Herrschaftliche Aufgaben dürfte ja klar sein. Geh angeln ist auch klar. Da sollte normalerweise jeder Fisch angenommen werden, wenn man angelt. Und ja, es gibt auch wieder schöne Belohnungen zum Pass. Die kann ich euch nochmal kurz zeigen, weil diesmal sind tatsächlich gar nicht so schlechte Sachen mit dabei. Hier zum Beispiel, ja, schön ist es jetzt auch nicht direkt, aber hier zum Beispiel ist etwas von Mulan drin, dann gibt es diesen Fächer, wobei ich mir nicht sicher bin, was mit dem Fächer ist, ob man den jetzt irgendwie an die Wand hängen kann oder ob man den dann die ganze Zeit in der Hand hält, was auch ein bisschen komisch wäre. Das hier finde ich ziemlich schön, das legendäre Schwert. Ja, die finde ich sowieso immer schön. Das finde ich eigentlich recht cool, traditionelles rotes Rauchensemble. Dann gibt es hier auch nochmal so ein Sunburst-Müllboot, so eine Abtrennung, wobei die tatsächlich nur einmal ein bisschen seltsam ist, ne? Weil eine einzige bringt natürlich nicht allzu viel. Dann gibt es hier dieses, ja, ich bin mir nicht sicher, Männerkostüm oder ist das ein Frauenkostüm? Es könnte auch ein Mann tragen, theoretisch.
Dann gibt es hier nochmal allerdings vom Sternenpfad, also den man dann kaufen muss, gibt es dann nochmal ein Praktikantenzelt, so nennt sich das Ganze, fliegende Drachen. Oder hier die Frisur, die finde ich auch recht hübsch, muss ich sagen. Die hätte ich mir gerne geholt, wenn ich ehrlich bin. Aber ist natürlich wieder Premium und ich bin ganz ehrlich, so selten, wie man in diesem Spiel hier diese Münzen bekommt, diese Sternenmünzen, habe ich einfach kein Geld, beziehungsweise, also echt Geld gebe ich eh nicht an diesem Spiel aus, außer man muss halt wirklich eine Erweiterung kaufen, die dann auch immer nur im Angebot. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ofen des Trainingslagers oder hier diesen Gong, den finde ich auch so als Deko ziemlich cool. Und Mulan grüner Hanfu. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das ist einfach nur eine andere Optik für sie. Wobei 100 dann schon günstig wäre, weil normalerweise bezahlt man ja wesentlich mehr. Der Bogen sieht auch schön aus. Und dann haben wir einmal ein Kostüm von dieser Grille, die Mulan immer begleitet hat. Das sieht auch ziemlich cool aus. Ja, nichtsdestotrotz, hier oben haben wir jetzt gar nichts mehr. Also das enttäuscht mich jetzt ehrlich gesagt ziemlich, weil hier habe ich irgendwie drei oder vier Teile beim letzten Mal gefunden, die jetzt alle nicht mehr da sind. Also ihr müsst anscheinend wirklich immer wieder gucken. War das jetzt auf der Etage, wo wir hin müssen? Ja, wir müssen hier hin. Immer wieder gucken, wo die Sachen sind. Also hier habe ich was gefunden, bei Dagobert habe ich schon mal was gefunden. Und ja, viel mehr bin ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht rumgekommen. Aber wir machen jetzt erstmal das neue Kapitel. Da bist du ja. Dies ist eine äußerst faszinierende Tür, Gameplayerin. Sie führt dich zu einem Trainingslager, das von einer mutigen jungen Frau und ihrem kleinen, abermächtigen Wächter beaufsichtigt wird. Ja, oh, ich muss, glaube ich, nochmal welche sammeln. Wir haben gerade mal 18.300. Lass uns trotzdem die Tür öffnen. Prächtig, bitte geh und richte meine Grüße an alle aus, die dort wohnen. Danke, sehr freundlich von dir. Ein neuer Rekrut. Erkunde Mulans Reich. Machen wir doch. Oh nein, warum die andere Stimme? Ich habe mich so gefreut, dass das wahrscheinlich originalgetreu ist. Ach, was haben wir denn hier? Eine Blume, ist das eine neue Blume? Rote Spinnenlilie, eine wunderschöne rote Blume, die sich perfekt zum Färben eignet und am häufigsten in der Medizin verwendet wird. Okay, schauen wir uns hier doch mal ein bisschen um. Das ist aber normales Holz hier, ne? Ja. Schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Ah, hier ist noch eine Kiste. Was wir hier alles so finden können. Ich bin ja immer wieder gespannt, wenn wir neue Gebiete haben, was da alles so drin ist. Eine große Holzwanne. Allerdings leider nur zum Machen, aber trotzdem cool. Sieht ein bisschen. Haben die das verändert hier von der Optik her jetzt? Zumal da jetzt auch Continue stand, also nicht auf Deutsch übersetzt war und nichts. Sieht mir so danach aus, als ob das tatsächlich was wäre. Was ist das hier? Kann man nicht so machen, ne? Als ob das wirklich was wäre, was die neu eingeführt haben. Vielleicht trügt mich aber mein Gedächtnis auch. Man weiß es nicht. Hier sind wir reingekommen. Was ist denn hier hinten? Hier hinten ist mal wieder abgesperrt. Okay, gut. Dann gehen wir mal direkt zur Aufgabe hin, vorausgesetzt, dass wir keine weitere Blume hier finden. Doch da ist noch eine. Und da. Weil bevor ich die Blumen irgendwie später suchen muss oder brauche für irgendwas oder so, ne? Dann sammeln wir die mal lieber jetzt mit ein. Das habe ich doch eben eingesammelt. Kommen wir hier rum oder ist das wieder nur Fake hier? Oder kommen wir da auch mit ins Lager? Hier ist noch eine Blume. Weil bis auf bei der Eiskönigin war es ja eigentlich so, dass die nicht so riesig groß waren, die Umgebung. Ah, hier ist noch was.
Sehr schön. Es wird heute, glaube ich, eine besonders lange Folge. Es tut mir leid. Oder irgendwie auch nicht. Weil, ihr wisst es ja, ne? Bei mir dauert immer alles ein bisschen länger. Die Erkundung und es wird natürlich auch immer alles vorgelesen. Gut, das haben wir jetzt hier natürlich nicht. Doch, die haben das hier jetzt verändert. Man kann nicht mehr einfach so das Ganze wegklicken. Sondern man muss jetzt immer auf Continue drücken. Und es ist natürlich immer noch nicht übersetzt, was sehr schade ist, ehrlich gesagt. Aber gut, das kam jetzt wahrscheinlich mit dem Update zusammen. Hier ist extra gesperrt. Ihr Schweine. Mir einfach meinen Weg hier zu sperren, das finde ich nicht nett. Kann man denn hier... Ne, man kann hier aber nicht angeln, ne? Das wäre auch cool. Müsste man halt hier hingehen, um spezielle Sachen zu angeln. Also fände ich jetzt nicht so gut, weil man dann nicht in der normalen Welt halt eben ist. Aber ich sag mal, wenn man was hat, was man nicht so oft braucht, wäre es natürlich auch eine Möglichkeit. So. Oha, Moment. Warum leuchtet das hier so? Ich habe noch keine Quest. Warum leuchtet das denn? Hm. Ich denke mal, dass er mir jetzt gleich sagen wird, dass das hier total unaufgeräumt ist. Und ich ihm helfen soll, hier so ein bisschen sauber zu machen. Weil hier liegt ja überall... Was haben die denn hier gemacht? Ey, das ganze Essen auf den Boden geworfen. Geht ja gar nicht. Mushu. Dann bringen wir das jetzt über die Bühne. Oh mein Gott. Ich triggert das. Es tut mir leid. Also, wer kennt das Original von euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das ist so eine komplett andere Stimme zum Original. Wow. Oh, oh, oh. Wer bist du? Ich? Ich bin Gameplayerin. Schön, dich kennenzulernen. Wie hast du dieses Trainingslager gefunden, Gameplayerin? Es sollte versteckt sein. Geheim. Unsichtbar. Ah, großartig. Ach, ich hab's. Du bist eine Spionin. Ich bin... Würde eine Spionin direkt ins Lager spazieren? Ja, ist nicht ganz unrichtig. Fragen wir mal. Genau, das würde eine Spionin sagen. Ich schwöre, ich bin keiner. Sei still, Spionin. Ich weiß, dass du eine Spionin bist, weil ich eine Liste mit den Rekruten habe, die wir ausbilden sollen. Und... warte, was ist das? Ganz unten auf der Liste steht ein Name. Er ist verschmiert, aber es könnte Gameplayerin sein. Ich hab dich. Okay, okay, du bist keine Spionin, aber du bist zu spät. Also, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Jawohl, ich bitte um Entschuldigung. Es wird nicht erneut passieren. Wow, wow. Du musst nicht so förmlich sein. Ich will nur sicher gehen, dass wir die Etikette respektieren. Ich weiß, dass ihr Verteidiger euer Protokoll einfach liebt. Übrigens, ich bin Mushu. Schön, dich kennenzulernen, Gameplayerin. Jetzt nenne ich dich einfach Rekrutin. Spiel einfach mit, du schaffst das schon. Also, Rekrutin, du hast die Schlacht am Reiskessel verpasst, die das Ende der Ausbildung markiert. Und da du extrem spät dran bist, wirst du das Lager aufräumen. Okay. Ich räume auf, aber nur, weil ich mich dazu entschieden habe, genau. Meldung erhalten, Feldwebel Mushu. Feldwebel Mushu, das gefällt mir. Du machst mich fertig. Jetzt fang an, die Steine zuzuschlagen und die Reisreste auszugraben. Ausgraben. Oh, und vergiss nicht, den Kessel umzudrehen. Wir sprechen uns später. Okay, aber alle können wir anscheinend nicht machen. Ach nee, da brauche ich die Dings für. So, Moment, Kessel. Deswegen war der jetzt auch schon mal... oh, oh, aber ich habe jetzt schon... Das ist nicht gut. Oh, ich habe einen Stein eben schon zerschlagen. Ich mache aber auch jedes Spiel kaputt. Ich habe heute erst eine Aufnahme aufgenommen, um ein niedliches neues Spiel vorzustellen. Und das habe ich auch erstmal kaputt gemacht. Das musste ich dann neu starten. Oh, bitte habt eins mehr als... Oh. Das ist aber auch blöd, dass man die schon machen kann, obwohl man noch gar nicht, ne? Noch gar nicht weiß, dass man das jetzt für die Aufgabe braucht. Ich dachte, die Steine sind jetzt einfach so da. Kann man da eigentlich reingehen? Schade, anscheinend nicht. Okay. Schauen wir uns mal an, was wir hier haben.
Ein Waffenständer. Oh, cool. Das heißt, wir können uns quasi unser eigenes kleines Mulan-Lager eröffnen. Oh, bitte sag mir, dass irgendwo noch ein Steinhaufen liegt. Oh, bitte, 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 bitte. Ach, kommt. Du brauchst Mulans Schlüssel, um auf dieses Lager zuzugreifen. Oh, da hinten. Oh, danke. Danke. Ich habe das Spiel doch nicht kaputt gemacht. Ich bin so glücklich. Oh mein Gott. Okay. So, einmal. Das Essen kann ich ausgraben. Kein Problem. So. Dreimal, viermal. Haben wir denn noch was da hinten? Oh, ich habe gerade echt so Panik gehabt, dass ich jetzt wirklich das Spiel kaputt gemacht habe, ne? Weil, naja, ich bin halt jemand, der, ich sag jetzt mal, ein neues Spiel öffnet. Jetzt mach das. So. Oder wie jetzt hier reinkommt ins Lager und sich denkt, okay, da sind halt Steine. Ich hätte die normalerweise alle direkt kaputt gemacht. Aber irgendein Bauchgefühl hat mich jetzt gerade zum Glück davon abgehalten, den Rest noch zu machen. Oh mein Gott. Aber wir haben jetzt einmal Reis zu wenig. Das war ich jetzt aber nicht schuld. Ich habe nichts gemacht mit dem Reis, als ich reinkam. Da hinten ist noch eins. Ja, und bei dem anderen Spiel habe ich dann alles überall Rasen gemacht und habe dann festgestellt, dass ich das gar nicht sollte, sondern dass ich erstmal den Müll beseitigen sollte. Der aber nicht mehr da war, als ich den Rasen gemacht hatte. Und naja, that's life, ne? Hey, schön dich zu sehen. Ausgezeichnete Arbeit, Gameplayerin. Ich meine Rekrutin. Das Lager sieht so gut wie neu aus. Wir können erst mit dem richtigen Training beginnen, wenn du richtig angezogen bist. Nein, komm, ich habe mich doch extra umgezogen. Es sollte hier irgendwo eine Uniform für dich geben. Naja, zumindest Teile davon. Was meinst du mit Teile? Oh, ich glaube, die Kinder, ich meine, die Rekruten hatten es eilig, nach Hause zu kommen und haben vergessen, ihre Uniformen abzugeben. Keine Sorge, alles ist sauber. Du musst dich nur nach den verschiedenen Teilen umsehen. Oh, wie eine Schatzsuche, das gefällt mir. Klar, ja. So ist es. Viel Spaß. Du musst dich überall im Lager und außerhalb umsehen. Stelle sicher, dass du Schuhe, Socken, eine Hose und ein Oberteil findest. Wenn du alles hast, bring es zu mir. Wir sehen uns. Oh mein Gott. Aber das kann ich jetzt nicht in der Kiste hier finden, oder? Die müssen jetzt hier einfach so rumliegen, ne? Aber ich habe hier weder drinnen noch draußen was gesehen. Nein, ich will das ist ein Gong. Ich will den Gong benutzen. Disney, jetzt mal ganz ehrlich. Wer stellt hier bitte einen Gong hin, wenn man den nicht benutzen darf? Sauerei. Kann man vielleicht in irgendein Zelt reingehen? Auch nicht, ne? Soll ich denn die Klamotten finden? Innerhalb und außerhalb. Ja, außerhalb habe ich aber nichts. Diese vergrabenen Sachen sind das nicht, oder? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Außerhalb habe ich eben schon nichts anderes gefunden. Na gut, es kann natürlich jetzt sein durch die Quest, dass die jetzt auftauchen, die Klamotten. Aber innerhalb habe ich eben auch nichts gesehen. Oh, diese Perspektiven wechseln, das tut auf den Augen weh. Ah, hier, ich konnte es nicht sehen. Schuhe. Da. Okay, Schuhe sind schon mal hier draußen. Das heißt, die Sachen liegen jetzt neu hier verteilt. Mit Beginn der Aufgabe. Das ist schon mal gut zu wissen. Oder haben wir die eben gesehen, aber konnten die nicht anklicken? Das kann natürlich auch sein. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Haben wir aber doch eigentlich alles durch, oder nicht? Also hier im Außenbereich. Schauen wir hier drin nochmal. Moment, ansehen. Knoblauch, Ingwer, Ei, Reis, Champignons.
kann ich hier einsammeln? Ah, ich muss bestimmt noch was zu essen machen nachher. Cool. Hier sind Lehmtöpfe. Hier haben wir eine Werkbank. Ja, wie cool ist das denn? Also, nicht die Werkbank an sich, aber wir können da mal eben Möbel mal eben gucken. Wo ist denn das, was wir jetzt hier... was wir freigeschaltet haben? Ich würde nämlich gerne mal wissen, wie teuer das ist. Schwarzes Zelt, wo habe ich das denn jetzt her? Das habe ich aber nicht freigeschaltet. Hm. Aber das, was wir eingesammelt haben und freigeschaltet haben, das ist hier gar nicht drin, oder wie? Dieses Wasserbecken, was wir eben geholt haben. Und das mit den Schwertern hatten wir ja auch noch. Hm. Verstehe ich nicht. Muss ich später nochmal genau gucken. Hier, diesen Bottich hier links. Den haben wir doch freigeschaltet. Aber wieso können wir den dann doch nicht machen? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Und warum finde ich jetzt hier keine... Ah, Moment. Lager öffnen. Ah, Socken. Okay, so kann man also doch da rein, sozusagen. Also rein nicht direkt, aber... Okay, schauen wir hier nochmal. Aha. Jetzt fehlt noch die Hose. Die Hose. Gucken wir hier nochmal. Kann natürlich sein, dass wir die Hose jetzt tatsächlich draußen finden müssen. Hm. Hier konnte ich das nicht, weil hier bin ich eben, glaube ich, nicht mehr rumgelaufen. Ja, da geht nicht. Aber jetzt bin ich doch schon alles abgelaufen. Hier den Teil auch. Hm. Hier bin ich ja als erstes rausgegangen. Also ich werde nochmal gucken. Wenn das zu lange dauern sollte, dann werde ich das einfach so cutten, dass wir uns jetzt gleich sofort wiedersehen, wo ich die Hose finde, in der Hoffnung, dass ich die überhaupt mal finde. Gibt's das denn? Ah, da! Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden direkt vom Eingang, wo ich zweimal dran vorbeigelaufen bin. Also hier ist der Eingang und da am Baum hat sie gehangen. Oh mein Gott, das hat jetzt wirklich gedauert. Bring Mushu die Gegenstände für die Trainingsuniform. Ne, Moment, hier ist er. Ach, oh, bitteschön, bitteschön. Der geiert ja richtig da drauf. Dann bringen wir das jetzt über die Bühne. Okay, na gut. Nimm das hier, zieh es an. Das will ich aber nicht. Schauen wir uns dich mal an, Rekrutin. Hey, das ist... weißt du was? Es ist wirklich schön. Du siehst toll aus, Gameplayerin. Ich hoffe, du bist bereit für deine nächste Herausforderung, denn die hat es in sich. Du bist für die Zubereitung von Mulans Frühstück zuständig. Ich wusste es. Das ist großartig. Ich liebe Kochen. Dann wirst du eine Menge Spaß damit haben. Dieses Frühstück ist meine ganz persönliche Kreation, die dir Energie gibt und ein Lächeln auf dein Gesicht zaubert. Hier ist das Rezept. Wenn du fertig bist, musst du nur noch den Gong neben Mulans Zelt läuten. Das Mädchen war völlig erschöpft, nachdem sie all die Rekruten trainiert hat. Also habe ich sie noch ein bisschen länger schlafen lassen. Alle Zutaten, die du brauchst, findest du im Lager drüben beim Kessel. Also, ran an die Arbeit. Wir sprechen uns später. Ja, ja.
So, schauen wir erstmal, was das für ein Rezept ist. Wenn das überhaupt angezeigt wird, ich weiß. Ja, ich wusste es. Ich wusste, es wird nicht angezeigt. Mushus Kongee nennt sich das. Okay. Ja, aber ich weiß ja nicht, was ich brauche. Moment. Die Zutaten finde ich da. Ja, aber... Womit kann ich jetzt kochen? Zubehör anlegen? Ach so, das war hier. Ja, ja, klar. Ah, Moment. Hiermit koche ich, oder? Ist das eine Kochstelle? Ah. Okay, weil ich muss natürlich erstmal wissen, was ich überhaupt brauche. Weil dann könnte ich mir das nämlich raus... Achso, muss ich von allen eins nehmen? Dann machen wir das doch. Dann nutze ich halt nicht meine Zutaten. Das ist doch super. So, dann nehmen wir einmal Knoblauch, einmal Ingwer, ein Ei, einmal Reis und einmal Champignons. So, ich meine, ich kann auch meine Zutaten nehmen, ne? Aber wenn man sich das sparen kann, warum nicht? Dann einmal herstellen. Zack. Sehr schön. Koche Gerichte. Kann ich da irgendwas... Nö, kann ich gar nichts machen. Und den Gong läuten. Schön, dein Frühstück. Oh, das ist eine Überraschung. Ich habe nicht erwartet, dass noch jemand hier ist. Sprich weiter. Aber Mushu versicherte mir, dass du eine Nachtzüglerin und keine Spionin bist. Das ist sicher eine voreilige Schlussfolgerung, die er gezogen hat. Wie auch immer, willkommen in unserem Trainingslager. Und danke für das Frühstück. Es sieht köstlich aus. Jetzt haben wir eine Menge Arbeit vor uns. Ich hoffe, du bist bereit. Allzeit bereit. Ja. Super. Enthusiasmus ist immer willkommen. Wir haben vor allem zwei Dinge zu erledigen. Dich trainieren und sicherstellen, dass unsere Verteidigung auf alles vorbereitet ist. Ah. Mushu ist für die Verstärkung unserer Verteidigung zuständig und ich bin deine Trainerin. Du kannst Mushu helfen, während ich mein Frühstück esse. Ich bin gleich bereit anzufangen. Na denn, wir sehen uns. Ja, damit haben wir die Drachenarmee gestartet und die alte Quest beendet. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und dann würde ich sagen, sehen wir die nächste Aufgabe nämlich in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.